ganz klar, dass alles seit Anfang schon für mich geplant war. Die Tage mit Abfuck, dann in den Abfahrt, die Schrift in der Hand hab. Ich schreib, was mich krank macht, weil ich nichts auf der Bank hab. Krampfhaft versuch, meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was dann, wenn immer schlimmere Dinge passieren? Der Nockel mit der Palm kann an seiner Schläfe macht aus dem Leben einen Abgang. Verdammt, Mann, was bald schon üblich von ihm, wenn es dann so eskaliert? Dann rufen sie dich nur nachts an und sagen dir ganz klar, dass es einen Mann gab, ohne Rücksicht auf ihn. Oder dass du ihn liebst, sie kratzen sie von der Wand ab. Und was hat man dann ganz krass auf alles und jeden im Leben, wenn sie statt Kippen und Leben jeder versteht, wenn sie das Elend hier sehen, dass gegen eben diese Regel zu gehen für mich normal war? Und wo soll ich hier meine Freunde suchen? Und was soll aus mir nur werden, wenn die Träume bleuen? Es wird so wie immer, wegen krummen Dingern geht dein Bruder wieder hinter Gittern. Der Geschmack ist bitter, wenn du sicher bist, dass du das Leben nicht mal einen Tag im Griff hast. Es geht immer schlimmer, wenn man weiß, das Schicksal ist ein unberechenbarer kleiner Wichser. Du allein im Zimmer bist, weil keiner sich kümmern will. Zerreißt es sich innerlich, weil du kein Glück hast, weil alles in Trümmern ist, was man den Kindern wünscht. Und der Papa nie da war und der Stiefvater wieder mal rumschreit, weil du sein Wort gar nicht finden willst und der nicht mehr jünger wird. Deswegen die Nüchtern ist, nur Hass, was sich angeht, auch wenn es dir nicht vergeht. Denn nur weil er innerlich tot ist und immer wieder durchdreht, sobald nur ein Licht angeht und dich deswegen fast behindert schlägt.